Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 19. Heute wieder von der Ellerbach. Wie ihr wisst, haben wir überraschend einen Windbruch im Wald von den Schwiegerleuten. Und den habe ich heute in der Früh schon so weit ausgegast. Und jetzt komme ich gerade von Ebelsbach, vom Meier. Und da habe ich mir die Taifunwinden geholt. Und einen Zang. Und jetzt werden wir da die Bäume mal vom Wald rausziehen. Gut, angespannt ist. Wie ihr seht, da hinten stehen die Autos. Wir haben den Wald jetzt abgesichert, dass wir da nicht durchfahren. Fernbedienung habe ich auch. Dann schauen wir doch mal, ob sie hört. Jawohl. Wir werden jetzt die Bäume da auf das Stoppifeld ziehen. Und dann können wir sie in Ruhe abschneiden. Und aufladen. Zugezogen mag ich jetzt gar nicht. Steigen wir einmal ein. Gut. Würde uns interessieren, ob die Länge vielleicht sogar klang. Schauen wir da mal. Ja. Sicher, sicher. Wie drüber. Haben wir den nächsten. Haben wir mal über den durchgezückt. Wieder ein bisschen weg vom Schuss. Aube. Das haut uns so nicht hier. Das war auch zu einfach gewesen. Wo hängt er denn? Ja, da genau an dem Stamm. Okay. Woanders hervon.
wird schon recht. Das wird schon recht. Hängen wir da. Wenn man da noch geht, probieren wir. Okay. Dann müssen wir noch richten. Wie schon, alles mit der Ruhe, was alles schlechter ist. Rudeln im Wald. Bringen wir den da raus. Der liegt genau verkehrt. Wenn wir mal über den Drag haben. Schaut eh schon mal nicht schlecht aus. Das schaut eh schon nicht schlecht aus. Den bringen wir raus. Da ist auch noch mal ein Ost dran. Auf ein neues. Mei, da ist ja nicht mehr Ost. Aber jetzt. Das Holz selber werden wir dann wahrscheinlich hacken.
als Bauholz. Schneiden lassen bringt wahrscheinlich eher nichts. Und Brennholz haben wir momentan nur. Nehmen wir es für Tagschnitzel. Tagschnitzel, ja genau. Für Tagschnitzelheizung her. So, mal schauen. Da hinten ist auch noch einer. Wie bringe ich denn den aus? Ja, machen wir zuerst einmal die Leichen. Machen wir zuerst einmal den da. Da schauen auch noch Ästführer. Mal wunderbar funktioniert. Sehr gut. Heute haben wir nicht ganz so viel Gelegenheit, andere Sachen zu bequatschen, aber so auch mal nicht schlecht, wenn man es mal hält. Jetzt haben wir da hinten noch einen. Mal schauen, ob ich den auch so weit tragen kann. Ein Stück drauf gefallen. Gut. Langfristig, glaube ich, legen wir uns so Winden zu. Das ist nicht schlecht. Das ist auf alle Fälle zum Auserziehen des Hexte. Wenn hier jetzt da ist, mit irgendwelche Ketten,
und Drahtseil machen müssen. Jetzt haben wir da hinten einen. Schauen wir mal, rauszukommen. Lauf schon. Nummer 6. Jetzt schauen wir noch. Den letzten da irgendwie. Ah! Moment. Da ist ja da eine Nummer 2. Das nehmen wir den gleich. Im Hintergrund hört man eh irgendwo einen Motorsager. Die werkeln anscheinend mehr, oder? Irgendwie einer von. So. Ich glaube, dass ich den jetzt so anhänge. Schauen wir mal. Ob ich ihn so umbringe. Halt schon hier. Sehr gut.
ist nur Zweige. Schauen wir, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Überall hört man Motorsagen und Bullock. Aber ich glaube, wir haben es soweit. Dann werden wir das allererste einmal die Straße wieder freigeben. Die Kühe taugt's auch. Jetzt haben wir einen schönsten Nachmittag. Wenn ihr da so aufschaut, das ganze Waldstückel gehört uns. So, insgesamt haben bei den Hof 20 Hektar Wald dabei. So. Naja, gerade hupen die uns. Die Leute haben alle so einen Stress. Jetzt holen wir uns noch um 4:15 und dann würde ich sagen, war es das dann auch schon für die Folge. Ich hoffe, es gefällt euch ein wenig. Da haben wir da mal ein bisschen Holz arbeiten. Also mal ein bisschen eine Abwechslung. Gehört auch dazu. Wenn es euch gefällt, dann macht einen Daumen hoch. Und dass ihr nichts verpasst, abonniert den Kanal. Es rührt sich ständig was. Könnt ihr mir da gern eine Meinung abgeben, wie euch die neue Aufmachung für die Videos gefällt. Ansonsten bleibt mir jetzt nur zu sagen, merci fürs Zuschauen, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Eicher Intoll Gaming. Servus!